Heute bin ich mal dran. Hallo, liebe Outdoor-Enthusiasten. Wir sind mal wieder unterwegs. Heute ist Freitag, der 18. Oktober. Herbert hat sich ein neues Fahrrad gekauft. Das werdet ihr im Verlauf des Films ja noch sehen, auf jeden Fall. Mal wieder ein neues Fahrrad. Mal wieder ein neues Fahrrad, genau. Aber ich habe ja auch kein Auto mehr. Ne? Genau, weil er so ein bisschen neidisch auf mein Fahrrad war. Egal, jetzt hat er das Bessere, jetzt bin ich wieder neidisch. Nein, und es so. Ging nur darum, dass ich kein Geländefahrt kann mit dem. Gut, okay, aber so schaukelt. Bergamon. Genau, und so schaukelt sich das immer hoch, egal. Wir haben auf jeden Fall Spaß dran, ist unser Hobby und was soll's. Ja. Man lebt nur einmal. Auf jeden Fall ist heute, wie gesagt, Freitag, der 18. Oktober. Das Wetter ist bombenspitzenmäßig, muss natürlich auch ausgenutzt werden, ist klar. Und wir starten heute auf eine erste Gravel-Bike-Tour zum Mittelpunkt des Ruhrgebiets. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch später noch. Werdet ihr auch im Laufe des Films sehen. So viel sei schon mal verraten. Der Mittelpunkt des Ruhrgebiets ist in Herne. So, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ja. Wir sind schon circa 2 Kilometer gefahren. Durchs Wiesental zuerst, dann kurz über eine befahrene Straße. Es gab schon diverse Schwierigkeiten mit den Navigationssystemen, weil wir wollen ja graveln und die Route ist aufgezeichnet für Fahrräder. Deswegen habe ich mich vertan? Ist nicht schlimm, deswegen will die uns immer über die Straßen schicken. Aber da wir uns hier ein bisschen auskennen, fahren wir durchs Unterholz und Herbert zeichnet die Tour so auf, wie wir sie gefahren sind. Also wenn ihr die nachfahren wollt, dann ist das auf jeden Fall eine Gravel-Tour. Kann man auch vielleicht mit dem E-Bike machen, aber nicht mit dem Rennrad, weil also vor allen Dingen nicht, wenn Motsche ist oder so. Und die Wege sind teilweise halt auch steinig und holperig oder so. Ja, so viel dazu. Begleitet uns auf eine weitere, hoffentlich, aber bestimmt schöne Tour durch das schöne Ruhrgebiet. Thank you.
So, da sind wir wieder. Wir befinden uns mittlerweile in Gelsenkirchen am Wissenschaftspark. Welcher Stadtteil das auch immer ist. Ja, Ückendorf ist das eigentlich. Und wir sind auch wieder in der Nähe der Halde Rhein-Elbe, an der wir vorhin schon mal vorbeigefahren sind. Dazu sind wir am Mechtenberg gewesen zwischenzeitlich. Da ist ein Bismarckturm, den haben wir uns geklemmt. Das wollten wir uns eigentlich auch noch angucken. Ja, wir sind aber... Da kam man nur so hoch, das über nasse Kopfsteinpflaster. Genau, nasses Kopfsteinpflaster mit Laub gespickt. Und wir haben schon gesehen, dass sich ein E-Bike-Fahrer da auf die Nase gelegt hat. Also haben wir das lieber sein gelassen. Sind wir geradeaus weitergefahren durch so eine Emscher Parklandschaft. Das war eigentlich recht schön gemacht, auch mit der Mechtenbergbrücke. Die ist auch sehr interessant gemacht. Und dann halt jetzt hier in dieser Szenerie gelandet über eine kleine Straße, durch eine Siedlung. Die Räder über Treppen tragen? Hier am Wissenschaftspark mussten wir sie die Treppen hochtragen. Und da muss ich sagen, hat Komoot uns wirklich eine ganz schöne Kacke zusammengebracht. Ich habe mich erinnert, dass da stand, nach so und so vielen Kilometern sind Stufen, du musst dein Fahrrad tragen. Also, wenn ihr ein leichtes Fahrrad habt, geht. Wenn ihr mit dem E-Bike fahrt, geht nicht. Anders. Müsst ihr außen rumfahren. Genau. Also das geht auf gar keinen Fall. Eigentlich hatten wir auch vor, auf die Halde Rhein-Elbe hochzufahren. Das kriegen wir uns aber, weil es wird nicht früher. Genau. Wir haben erst 13 Kilometer auf der Uhr. Und sind hier schon gefühlt irgendwie 25, eigentlich ist das, als wäre es schon 25 gefahren. Ja, ehrlich. Ne? Wir sind, jetzt sagt er mir das nicht. Ja, wir sind auch schon eine ganze Zeit unterwegs. Ne? Eine Stunde 44. Ach, geht ja noch. Gefühlt aber länger. Ja, habe ich auch das Gefühl. Naja, egal. Auf jeden Fall ist die Tour... Wir sind aber auch 20 Kilometer unterwegs. Wie kommst du denn auf 13? Stand da bei mir, bei Komoot. Ja. Okay. Also, Komoot ist kacke. Nein, die Tour ist kacke. Ja. Ich habe das wahrscheinlich beim Plan sieht man, dann möchtest du da noch hin und dann fügst du da ein neues Ziel hin. Das kennt ihr, wenn ihr mit Komoot arbeitet. Komoot macht dann irgendwas nicht. Genau. Naja, auf jeden Fall versuchen wir jetzt. Fahren wir erstmal Richtung Rhein-Elbe. Genau, Halde Rhein-Elbe. Dann fahren wir wahrscheinlich wieder ein Stück Mechtenberg, weil wir wollen ja immer noch zum Mittelpunkt des Ruhrgebiets. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie wir da jetzt hinkommen. Thank you.
Da sind wir wieder. Ja, wir waren jetzt gerade am geografischen Mittelpunkt des Ruhrgebiets, habt ihr ja gesehen. Der lag leider, was heißt leider, mitten in einer Siedlung, so ist es halt. Und es ist so ein kleines Schild auf dem Gedenkstein, der vielleicht, weiß ich nicht, 30 Zentimeter hoch ist oder so. Ja. Ne? Ja. Und am Rand eines Bürgersteigs, also ganz unspektakulär, man muss den wirklich suchen, dass man den nicht verpasst. Und zugeparkt. Zugeparkt. Und da sind natürlich drumherum, wie gesagt, war mitten in der Siedlung überall Häuser, Gärten und so, da konnten wir nicht filmen, deswegen haben wir uns jetzt hierhin geflüchtet. Also wenn ihr wissen wollt oder auch mal hier hinfahren wollt, hier ist der Mittelpunkt, der geografische des Ruhrgebiets. Hätte man schöner in Szene setzen können,